In dieser Ask the Punk Show geht es um Steuerspartricks für Otto-Normalverbraucher. Es geht um eine Immobilienrenditeberechnungsformel und es geht um die Entwicklung der Erotikbranche in der digitalen Ökonomie. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge der Ask the Punk Show, wo ihr die Möglichkeit habt, ihr Fragen zu wirtschaftlichen und politischen Themen zu stellen und ich diese Fragen dann in einem kurzen Video beantworte. Gehen wir gleich zur ersten Frage. Die mit dem roten Halsband fragt, was sind die größten Steuerspartipps für Otto-Normalverbraucher? Also sagen wir so, solange du als Angestellter arbeitest, hast du nur relativ eingeschränkte Steuersparmöglichkeiten, weil du de facto, nehmen wir es mal, 50% Einkommensteuer, Sozialversicherung bezahlst und die auch von deinem Arbeitgeber schon abgeführt wird. Du kannst natürlich teilweise, wenn du Abschreibposten hast, dann einen sogenannten Ausgleich beim Finanzamt machen und teilweise dir noch Geld zurückfordern. Alle Möglichkeiten dazu sind in irgendeiner Weise überschaubar. Die Dinge, die du abschreiben kannst, sind beispielsweise teilweise Homeoffice. Und was sehr wichtig ist zur Abschreibung, ist eigene Weiterbildung. Also hier gibt es doch sehr viele Möglichkeiten, eigene universitäre oder auch nicht universitäre Weiterbildungsmethoden bis hin zu Online-Kursen und Büchern von der Steuer abzusetzen, wenn das Wissen, was du hier erwirbst, entsprechend relevant für deine berufliche Karriere und für dein Weiterkommen ist. Das heißt, die Investition in deine eigene Person, die lohnt sich sehr wohl. Das zweite Thema, natürlich als Unternehmer hast du viel mehr Möglichkeiten, weil du nicht alle Kosten, die dem Unternehmen zuzuordnen sind, auch als Einzelunternehmer, natürlich abschreiben kannst. Und sobald du eine gewisse Größe hast, solltest du natürlich als Unternehmer eine GmbH machen, weil du in einer GmbH natürlich deutlich weniger Steuern bezahlst als als Einzelunternehmer oder Privatperson. Und eine weitere Möglichkeit, Steuern zu sparen, ist natürlich der Kauf von Anlegerimmobilien. Weil im Gegensatz zum Eigenheim kannst du bei Anlegerimmobilien einerseits natürlich die Wohnung abschreiben, obwohl sie langfristig im Wert steigt. Du kannst, wenn du eine Wohnung mit gebrauchten Möbel erwirbst, auch die gebrauchten Möbel sogar relativ rasch abschreiben. Und du kannst natürlich wiederum im Gegensatz zum Eigenheim, wo du nichts abschreiben kannst, auch jegliche Instandhaltungen und Werterhöhungen, also wenn du beispielsweise eine Wohnung sanierst und ihren Wert erhöhst, kannst du diese Instandhaltungen sofort von der Steuer abschreiben und in Österreich, wo auch Mieten umsatzsteuerpflichtig sind, dir sogar die Vorsteuer zurückholen. Als Angestellter hast du die geringsten Spielarten. Eigene Weiterbildung ist auf jeden Fall steuerlich günstig. Wenn du ein Einzelunternehmer bist, hast du schon einen gewissen Gestaltungsspielraum. Und Immobilien machen natürlich auch entsprechend Sinn. Und sobald du eine gewisse Größe als Unternehmer hast, macht es deutlich mehr Sinn, seine Geschäfte über eine GmbH zu machen und zu thesaurieren, das heißt zu reinvestieren und nicht zu verkonsumieren, weil du dann bereits wesentlich geringere Steuern bezahlst als Angestellter oder auch als Einzelunternehmer. Julian fragt, hallo Gerald, ein Verwandter von mir behauptet, dass es eine Formel zum Immobilienkauf gibt, um zu sehen, ob sich die Immobilie rechnet oder auch nicht. Man solle den Kaufpreis einer Immobilie nehmen und mit 5% multiplizieren, 3% Zinsen der Bank und 2% Tilgung. Sobald man diesen Wert habe, solle man diesen durch 12 Monate dividieren und diese Summe wiederum durch die Quadratmeter dividieren. Zum Beispiel Wohnungspreis 220.000 Euro, 11.000 Euro sind die 5%, 920 Euro von den Monaten und 50 Quadratmeter ist gleich 18,40 Euro pro Quadratmeter, welches viel zu hoch sei laut meines Verwandten, Hamburg. Freue mich auf eine Antwort auf eine hoffentlich nicht zu komplizierte Frage. Mit freundlichen Grüßen, Buddy. Julian, also die Formel, die du hier vorschlägst, kann man auch etwas einfacher darstellen, nämlich im Prinzip, dass eine Immobilie mindestens 5% Mietrendite haben sollte oder alternativ, dass die Nettomiete multipliziert mal 12, dividiert durch den Kaufpreis ohne Nebenkosten für die Immobilie, de facto 5% ergibt oder 0,05. Und wenn die Rendite höher ist, soll die Immobilie ein Geschäft sein, wenn sie geringer ist, also kein Geschäft sein. In der derzeitigen Niedrigzinsphase ist diese Regel grundsätzlich gar nicht so schlecht. Allerdings ist sie natürlich auch sehr vereinfacht, weil natürlich in Regionen, wo beispielsweise die Lage nicht mehr so gut ist oder es hin wieder Leerstand gibt oder auch die Mieten sehr niedrig sind, sollte man unter Umständen eine etwas höhere Mietrendite haben, auch bei Gewerbeobjekten, weil die deutlich riskanter sind.
Und auf der anderen Seite, wenn du halt einen Altmieter hast, wo du in absehbarer Zeit die Miete erhöhen kannst, oder wenn du natürlich in einer sehr, sehr guten Lage bist, wie beispielsweise im Frankfurter Westend oder in München, würdest du vielleicht auch mit 4% Mietrendite das Auslangen finden. Einen weiteren Punkt, wo du auch noch aufpassen musst, dass manchmal ein sogenanntes Window-Dressing von Mieten gibt. Also heute werden viele Mietansätze gemacht für möblierte Wohnungen, die dann für 25 Euro im Quadratmeter vermietet werden. Und das entspricht natürlich nicht der Realität des Marktes. Die Realität des Marktes findest du, wenn du auf Immobilien-Scout schaust oder auf Immowelt und für den jeweiligen Stadtteil dir die Mieten anschaust im Angebot und dann etwa 10% oder 5% abziehst, dann weißt du ungefähr, wie der Markt tickt. Und nicht, was irgendein Makler oder irgendein Immobiliendeveloper erzählt, weil die erzählen dir auch das Blaue vom Himmel und die erzählen dir auch, die Sonne ist grün. Als Basisregel macht das sicherlich Sinn, aber es gibt sicherlich noch bei einer Immobilie viel, viel mehr zu betrachten, auch den Zustand und auch natürlich auch den Preis pro Quadratmeter, den du bezahlst. Wenn du beispielsweise einen sehr hohen Preis pro Quadratmeter bezahlst, hast du auf jeden Fall das Thema Landspekulation. Johnny fragt: Hallo Gerald. Was denken Sie über die Erotik- und Pornobranche? Ist sie aufgrund der New Economy noch sicher? Inwiefern stellt künstliche Intelligenz auch für diesen Bereich Gefahren dar? Und wie wird sich das Konsumverhalten ändern? Viele Grüße. Johnny, eine sehr gute Frage. Und vielleicht, dass sich auch die Erotik- und Pornobranche verändert, haben wir ja gesehen, dass Beate Uhse pleite gegangen ist, weil heute sehr, sehr viel dieser Transaktionen online ablaufen und nicht mehr in physischen Geschäften. Und ich glaube, dass sich die Erotikbranche in den nächsten 5 bis 10 Jahren massivst verändern wird, getrieben durch künstliche Intelligenz und Virtual Reality. Weil du hast ja bereits heute schon den Fall, dass etwa, ich würde sagen, 20-30% der sexuellen Interaktionen über sogenannten Cybersex laufen. Das heißt eigentlich virtuellen Sex, wo es gar kein physisches Treffen mehr zwischen den zwei Partnern gibt. Und durch die Kombination auch Virtual Reality und immer besseren technischen Tools, glaube ich, wird sich dieser Anteil sogar auf 70% erhöhen, weil natürlich das den Vorteil hat, dass es billiger ist, dass es weniger riskant ist, das heißt, man kann sich keine Krankheiten holen und auch keine Kinder zeugen, es ist logistisch einfacher, das heißt, und es ist auch heute, man braucht nicht mehr so lange Korten, um jemanden zu daten, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Sexmarkt immer mehr in Richtung Cybersex geht, glaube ich, ist durchaus gegeben. Und dass es sicherlich auch teilweise ein Ersatz ist für Einrichtungen, wo Prostituierte ihren Dienst verrichten. Das heißt, am Ende, die Pornobranche, genauso wie die meisten anderen Branchen, werden durch die digitale Revolution und auch durch die digitale Revolution 2.0 oder 3.0 massivst verändert werden. Es wird viele Unternehmen geben, die davon profitieren. Andere werden davon verlieren. Ich glaube eben vor allem, dass klassische Dinge, auch Laufhäuser und so weiter, tendenziell eher abnehmen werden. Sie werden aber trotzdem nicht ganz verschwinden. Denn eines ist schon noch klar, ich glaube, ganz in der virtuellen Welt wollen sehr viele Leute doch nicht leben und hin und wieder wollen sie keine virtuelle Puppe haben und auch keine reale Puppe, sondern auch mal was Echtes zum Vögeln. Wenn dir diese erste Punkshow gefallen hat, hinterlasse bitte einen Like oder einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du mehr zu diesen Themen wissen willst, findest du das auf meiner Plattform www.investmentpunk.academy. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg.